Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Battle Block Theater. Mein Name ist Groy, ich begrüße euch ganz recht herzlich in der Hölle. Nein, nicht in der Hölle, wir sind einfach nur Battle Block Theater und gehen direkt in 7-4 rein. Weil wir jetzt eine schnelle Folge hier raushauen wollen, in der wir wieder was gut schaffen werden. Okay, jetzt gehen wir hier mal kurz easy rüber. Hier runter, hier hoch. So, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist, aber wir hoffen es einfach mal. Oh no, das war zu knapp. Da war das hier, dieses Fließband dann doch ein bisschen zu heftig. So, aber diesmal, yes, diesmal haben wir es geschafft, sehr, sehr schön. So, das wird leider noch nicht deaktiviert. Jetzt machen wir das aber mal so, dann können wir nämlich hier runter gehen. Können dann wieder hier runter gehen. Das können wir noch nicht deaktivieren. Hier brauchen wir den Stein. Ja, wir gehen erstmal hier runter, hätte ich mal gesagt. Alles klar, so funktioniert. Das Ganze also. Okay, hier runter schnell. Hier hoch. Können wir wieder hier hin. Da kommt wieder die Ah, nein! Ich hätte mich ducken müssen. Das war nicht gut. Aber diesmal werden wir es schaffen, ganz easy. So, jetzt wieder runter. Und nein! So, wieder dran an dem Schleim. Runter, hier rüber. Schleim! No way, ich bin mal wieder richtig inkompetent heute. Es ist nicht mal ganz hier und so viel Uhr. Nee, es ist jetzt gerade. Wenn ich auf die Uhr gucke, ich habe ja auch. Ich spiele ja erst nur eben nicht im Fullscreen. Es ist jetzt. Das kann nicht sein, wieder der jedes Mal unten dagegen springt. Es ist jetzt gerade mal erst 9:30. Ich bin gerade eben erst aufgestanden. 9:30 in Deutschland. Wo ist mein Knopf aus? Nein. Hey, boah, Herrgott im Himmel. Was ist denn da los? Das gibt's doch nicht. Warum tust du mir das an, du Spiel? Ich hasse dich. Jetzt komm schon. Na also, war das denn jetzt so schwierig? Komm jetzt aber. Ja also, war das denn jetzt so schwierig? Ja also, war das denn jetzt so schwierig? So, und das gibt es nicht. Was ist denn B nochmal für ein Knopf? Ach man, wir müssen X drücken, nicht B. Warum drücke ich B? Könnt ihr mir das mal sagen? So, rüber hier jetzt. Jetzt ist Schluss mit lustig. Also geht's mir echt ein bisschen auf die Nerven, ja, dass ich da die ganze Zeit abkratze. Das ist so nicht geplant. So, war das denn jetzt so schwierig, du dummes Auge, hey? Okay, da komme ich nicht hoch. Vielleicht hilft er mir hier hochzukommen. Ah ja, ich sehe schon, wie er mir hilft. So nämlich. Können wir. Jo, so, hätte ich mal gesagt. Aber da brauche ich wieder meinen komischen Typen hier. Kommst du mal weiter hoch? Bitte! Hey! Och Mann, hey, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Okay, ich sterbe. Spawnt er vielleicht mal wieder hier unten, bitte? Ich kann nichts machen. Bro! Spawn mal wieder hier. Ah, jetzt ist er gespawnt. Sehr, sehr schön. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob das reicht vom Weg her. Nee, der darf nämlich nicht durch die Stacheln laufen. Jetzt müssen wir das also kaputt machen. Dass der hier hoch geht auf das hier und dass er dann weitergeht hier hoch auf das hier, was wir brauchen. Los! Komm! Komm! Hierher, komm! Put, 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 put! Komm, kleiner Pinguin! Ja, feiner Pinguin! Fein machst du das! Vielen Dank! Yes! Jetzt können wir nämlich das hier auch rausziehen. Was deaktiviert trotzdem noch nicht das Ding hier? Wir müssen hier immer noch das Portal benutzen irgendwie. Und das Portal ist hier. Rechts. Hätte ich mal geschätzt, einfach mal ganz dreist. Oh, danke. Ja, wow, gut. Good job. Und wir spawnen natürlich ganz oben. Das ist natürlich super geil. Jetzt sind wir jetzt immer wieder in sehr, sehr weit. Golden Hat ist anscheinend oben gelandet. Das ist nicht ganz so gut für uns. Das heißt, wir müssen nochmal hochlaufen. Aber es ist okay. Jetzt gucken wir mal schnell. Da können wir nicht hin, aber wenigstens haben wir den Ding hier gekriegt. Wie kommen wir denn da unten hin? So nicht. Ah, aber so. Hui. Nein, ich wollte erst. Nein! Egal, machen wir halt erstmal so.
holen jetzt mal schnell den goldenen Head, den goldenen Head, der hier oben irgendwo ist. Gehen wir lieber von der anderen Seite, der ist ein bisschen sicherer. Ach, da ist er doch schon, guck mal, den nehmen wir doch gleich mal mit. Oh nein, nicht sterben! Ah, egal, ist okay, wir sind noch nah genug dran. Er wird nicht despawnen. So, wir haben ihn wieder. Jetzt funktioniert das hier. Wir kommen, nein, das funktioniert schon vorher. Echt jetzt? Oh Gott. Nein, wir haben den goldenen Head weggeworfen. Warum haben wir das getan? Aber jetzt funktioniert das hier. Aber das geht direkt nur zum Exit. Uns fehlt aber noch ein Gem. Und das ist der da unten. Ich weiß, welcher Gem es ist. Den holen wir. Werden wir uns jetzt auch noch schnell holen. Wir gehen nämlich so. Das gibt's nicht. Wie sollen wir denn da reinkommen? Naja, was soll's. Dann gehen wir halt ohne den Gem. Du hast Pech gehabt, Gem. Jammer Boy. Zack. Wir kriegen trotzdem ein A auch ohne dich. So sieht's aus. Haben jetzt ganz tollerweise, wie gut ich ja eigentlich so bin, so haben wir jetzt einfach mal den Helm weggeworfen, den Hut weggeworfen. War dann mal wieder Premium. War mal wieder richtig Premium, ey. Das sind einfach mal 10 Gems, die ich verschenkt habe hier jetzt. Das ist sehr, sehr gut. Das wollten wir auch so machen. Alter, die Kettensägen hier sind so laut, das ist unglaublich. Okay, hier oben ist doch ein Gem drin, oder? Ne, hier ist kein Gem drin. Okay. Vielleicht hier? Ne. Du Heiliger! Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich habe gerade schon gedacht, ich sterbe jetzt da dran. So, und so, und so, und so. Easy. Mir kommt das Level irgendwie bekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt das Level irgendwie bekannt vor. Okay, das war nicht so ganz der Plan, aber ist okay. Well, this looks safe. Yes, of course, this looks safe. Okay, dann hier unten. Wir haben noch gar kein... Leute, da hinten sind auf jeden Fall 3 Gems schon mal in a row. Ui. Die sind auch alle eingesperrt, ich glaube, aber die werden dann nachher alle kommen hier. Kommt alle. Oh, Kätzchen, hier kommet. Oh, kommet, zuhauf, aber nicht brutzeln. Oh, Gott sei Dank. Sind alle schon verbrannt. Gab leckeres Katzensushi. So. Spin. Nein, ich. Yes, ich hab's geschafft. Wir haben aber alle Gems und alles, oder? Wir haben. Naja, einer fehlt irgendwie. Warte, jetzt will ich mal nochmal gucken, ob hier irgendwas gibt. Was ich vergessen habe? Nein, gibt's nicht. Das ist sehr, sehr gut. Oh nein. Oh nein, wir dürfen jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen, oder was? Nimm dies, Katze! Katze, no! Boah, die können halt einfach 3 Luftsprünge machen. Ja. Also so geht's mal nicht, Kätzchen hier. Zack, und zack, wegwerfen und tot. Yes. Easy. So, also hier zurück. Wir müssen jetzt wirklich den ganzen Weg zurücklaufen. Hier ist wieder ein Safe... Oh Gott, jetzt fahren die Ketten... Oh! Gott. Juhu! Noch mehr Kettensägen, wir haben ja noch nicht genug. So, sehr schön. Das war auch sehr, 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 sehr begabt, muss ich sagen. Ah, wir können jetzt hier unten durch, oder? Yes! Oh, das war ganz schön knapp, liebe Freunde. Das war ganz schön knapp. Wie kommen wir denn jetzt hier zurück? Ach nee, oder? What? Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht... Okay, es geht doch relativ gut. Wenn sich nicht so schlecht anstellt wie ich. Aber wie kommen wir jetzt hier runter? Ah, warte mal. So vielleicht. Da ist noch der Safe... Ach du großer Gott. Ey Leute, ihr habt doch echt ein bisschen was am Kopf hier, die langsame Levelmacher. Jetzt spawn mal wieder, bitte. Yes! Nein! Nicht runterfallen! Yes! Boah, jawohl! Richtig schön hier das Level auch noch gemacht. Alter Schalter, das war jetzt ein relativ cooles Level. Wir haben es aber leider wahrscheinlich nicht in Time geschafft. Aber wenigstens haben wir ein A gekriegt. Mit allem! Wir haben einfach alles geholt, außer die richtige Zeit. Auch sonst alles. So, weiter geht's. Gucken wir mal. Neues Level, neuer Shit.
Das war sehr gut. Also hier unten ist auf jeden Fall schon mal der Ausgang. Hier müssen, brauchen wir so ein Ding, so ein Pinguin. Also ich glaube, das hier ist erstmal der richtige Weg. Zack. Und erstmal zersäbeln lassen, ist erstmal richtig. Oh, 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 nein. Oh, Mann. Das Problem ist, wenn man im Eis, wenn man auf dem Eis war, dann fliegt, dann springt man auch nicht mehr richtig. Dann kann man das da im Flug auch nicht mehr steuern. Das finde ich ein bisschen doof. Aber anscheinend ist es ja mit den physikalischen Gesetzen so ausgemacht, dass das so ist. Aber jetzt Gott sei Dank endlich den. Hilfe. Hier rüber und yes. Nein! Wir wurden zersäbelt. Warum? Oh, wir sollten ein bisschen höher irgendwie. So, zum Beispiel. So. Wenn wir jetzt hier einmal... Oh, ja. Wow. Das war jetzt sehr, sehr gut. Ich habe gedacht, wir können normal springen, aber... Yes! Boot runter. Ist hier noch irgendwo ein Jam drin? Ne, ich glaube, wir haben jetzt das Spiel ein bisschen tricky ausgetrickst. Okay, hier ist auch nichts. Fang jetzt nicht an zu laggen, Battleblock Theater. No! Oh, doch. So. Hallo? Jetzt. War das jetzt richtig? Oh my God. Der kann doch da nicht drüber laufen, oder? Ich will das jetzt mal probieren, weil ich denke, der kann nicht über die Stacheln laufen, wenn ich es richtig weiß. Okay, anscheinend doch. Ja, gut. Ja, verdammt. Rock on, my little naked friend. Was heißt der Naked? Wir sind angezogen, wir haben ein Auge auf. So, immer noch 4 von den restlichen. Wow, really? Wow. Es ist gar nicht so einfach, da jetzt hochzukommen, weil die halt die Kanone ist genau abgetaktet mit diesem dummen Ding. Oh, ich komme wieder hier nicht hoch. So, jetzt aber. Oh, das kann doch nicht wahr sein. So. Nein! Ach, Mann! Komm schon! Ach, nö! Das gibt es doch nicht. Jetzt aber hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Zack. Hier hoch. Hier hoch. Zack. Und sterben. Das war richtig. Auf jeden Fall. Hier rüber. Hier hoch. Hier hoch. Hier runter. Hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier rüber und da ist der Ball of Wool. Der Ball of Yarn. So, Boot runter und wir kommen gleich hinterher. Aber uns fehlt noch ein Jet. Der ist hundertprozentig hinterm Ziel. Nein, ist er nicht. Nein, wir haben einen Jam zu wenig, aber das ist okay. Wegen einem Jam ist es in Ordnung. Wir haben trotzdem ein A gekriegt. Solange wir ein A haben, ist das doch alles safe. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Und außerdem spielen wir in der nächsten Folge vielleicht die fast letzten Level hier. Es gibt ja noch ein Durchgang, den wir ja gesehen haben, bevor wir hier angefangen haben, Chapter 7. Vielleicht gibt es noch ein Chapter 8, wer weiß das schon, aber ich will nichts garantieren und deswegen bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir weiter durch die Hölle schreiten und Hattie Hattington retten. Bis die Tage denn. Tschüss!